Im heutigen Video dürfen wir wieder nach jeder Challenge, die wir gepackt haben, ein Real-Life-Pack öffnen. Und den besten Spieler, den wir gezogen haben, in FC25 kaufen und in mein Team stellen. Wir haben ganz normale Booster-Packs zur Verfügung. Wir haben aber auch eine Chromebox zur Verfügung, wo original unterschriebene Karten von Fußballern drin sein können, die richtig teuer sind. Und wir haben zwei verschiedene Decks. Oh mein Gott, Freunde. Hier sind auch 4 und 3 limitierte exklusive Karten drin. Also dieses Video wird komplett crazy. Bleibt von Anfang bis Ende dran und lasst ein Like da. Denn auch heute könnt ihr wieder eine Box gewinnen, die ich euch dann zuschicke. Ihr müsst nur einen Daumen hoch da lassen, müsst meinen Kanal abonnieren und in die Kommentare schreiben, warum ihr ausgerechnet gewinnen wollt. Hier ist der Gewinner aus dem letzten Video. Glückwunsch an dich. Du kriegst deine Box zugeschickt und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Challenge. Damit starten wir mit der ersten Challenge und die findet im Draft statt. Wir müssen ein geiles Draft bauen und dafür brauchen wir eine gute Formation, wo wir ein paar Icons und ein paar Heroes abstauben können. Was ist das denn? 3-1-4-2 Formation. Junge, wie sieht die denn aus? 4-1-3-2, auch eine neue Formation. 4-2-4, crazy. Ich glaube, die wird es. Ich glaube, es wird die 4-2-4. 4 Angreiferpositionen, 2 ZMs und dann noch die 4 Verteidiger. Das ist die Formation, mit der man hier gehen muss, um die Challenge zu packen. Und es geht los mit einem Hamsik oder aber auch mit einem Noah oder aber auch mit einem Mohamed Salah. Alter, was mache ich jetzt? Griezmann ist auch nicht verkehrt. Wir gehen mit Salah, wir gehen mit Rating. 89er Salah ist schon mal am Start und der pusht das Rating extrem. Weiter geht's mit dem Stürmer. Ich hätte gern jemanden aus der Premier League gehabt. Was sind das für Ligen? Bundesliga? Okay, geht klar. MLS, Saudi, türkische Liga und zweite Bundesliga. Wie soll ich diese ganzen Spiele auf Chemie kriegen? Geht gar nicht. Ist unmöglich. Wir gehen mit Boniface, den müssen wir aber austauschen. Nächster Stürmer, nächster Stürmer, nächster Stürmer. Und das kommt wichtig und richtig. Brolin. Wir haben Brolin, der automatisch Full Chemie hat und sich irgendwie anhört wie ein Dragon Ball Charakter. Weiter geht's. Mit dem linken Flügelspieler. Diaz, da ist der Liverpool-Link zu. Mo Salah, Bro. Okay, wir gehen mit der Premier League und mit der Serie A. Das ist der Call. Enzo Fernandes, gut, mehr Premier League. Gib mir viel mehr Premier League. Ich brauche einfach nur Premier League, Bro, und die nächste 90er Karte, Junge. Das sieht so aus, als ob das hier was wird und wir dann gleich unser erstes Pack öffnen dürfen, beziehungsweise die ersten Packs. Ich bin so gespannt, was hier rauskommt. Hier sind wieder original unterschriebene Karten drin, garantiert. Und dann muss man nur Luck haben, dass das irgendwelche krassen Spieler sind. Und dann sind diese Karten extrem, extrem wertvoll. So, die Premier League Spieler haben immer noch alle nur einen Chemiepunkt. Das ist noch nicht so gut. Also eine Icon wird auf jeden Fall auch sehr gut kommen. Schauen wir mal. Wir haben hier wieder sehr viel Premier League am Start, aber Frauen Premier League, aber auch Männer Premier League. Ich mach's mir einfach. Ich mach's mir heute einfach. Wir müssen nur die Challenge packen. Mehr ist das hier gar nicht. Nein, das ist nicht gut. Nur Serie, nur La Liga. Ganz viel La Liga, aber ich brauche gar keine La Liga. Ich brauche Serie A. Oder Premier League. Und das ist beides nicht vorhanden. Okay, dann gehen wir mal mit Jesus Navas, mit dem Marcos, mit Jesus Navas, mit dem Marcos. Ich gehe mal mit dem Marcos. Ist eigentlich egal. Die müssen wir am besten eh austauschen. Botman. Oder aber auch der nächste Liverpool-Spieler. Konate, Salah, Diaz, Full Chemie. Enzo, Full Chemie. Nur noch De Bruyne mit dem Belgier oder so auf Chemie kriegen. Dann sind die Premier League-Spieler schon mal full. Ja, Digga, das ist halt alles okay, aber wir brauchen mehr Top-Spieler. Katakol. Katakol, Perin, David Soria, Bento und ja, nice dann. Perin. Soll ich Perin mitnehmen wegen Serie A? Aber das ist der erste Serie A-Spieler. Soria ist auch kein Perfect Link. Perfect Link wäre sehr geil. Ich gehe mit Soria. Vielleicht holen wir ja noch La Liga rein. Wir schauen erstmal, wie es weiterhin aussieht. Und dann holen wir später den anderen Torhüter. Troussard. Kann Stürmer. Und damit haben wir den nächsten Stürmer, der 4 Chemiepunkte bringt. Das war gerade ein wichtiger Switch. Was haben wir hier am Start? Eigentlich nichts Erwähnenswertes. Wir hätten hier noch Paul Lopez, aber das bringt nichts. Deswegen gehen wir einfach mit Rating. So, immer weiter. Wo bleibt unsere erste Icon, Mann? Jack Grealish. Bringt nichts. Bonu. Saudi League. Bringt nichts. Di Lorenzo. Das wäre jetzt geil gewesen, hätte ich eben doch den Torwart mitgenommen. Egal, wir gehen mit Posh mit einer Road to the Knockout-Karte. Damit haben wir eine Hero-Karte, eine Road to the Knockout-Karte und eine Inform-Karte. Das ist nicht schlecht. Lenzini, Tini, Pini, Pepi, Hander. Ja, gib doch etwas für die Startelf. Ja, sowas. Von sowas rede ich schon die ganze Zeit, mein Bro. Okay, wir hätten hier die nächste Hero-Karte fürs ZM. Soll ich die mitnehmen oder McManaman? Aber ich habe da eh schon auf der rechten Flügelposition Salah. Das heißt, der bringt eigentlich gar nichts. Maradona auch nichts. Batsche auch nichts. Ja,
Machen wir so. Machen wir so, Hamjik. Aber jetzt hätte ich garantiert den Serie A-Keeper mitnehmen müssen. Raspadori nehme ich, glaube ich, jetzt mal auf Verdacht mit, falls ich irgendwie doch noch einen Serie A-Keeper bekommen sollte gleich. Ferran Torres Doku. Doku ist cool. Aber da haben wir, wie gesagt, auch schon Diaz und Salah. Das heißt, der verbessert uns auch nicht. Alejandro Garnacho, auch ein Youngster. Aber bringt auch nichts. Nehmen wir Acosta mit. Wieso kriegen wir die ganze Zeit coole Karten, die man so vom Namen erkennt? In Real Life gute Spieler, aber in FIFA haben die kein Rating. Macht gerade gar keinen Sinn, Bro. Macht gerade wirklich gar keinen Sinn. Wir gehen mit Marta. Was hat die eigentlich für Lippenstift drauf? Junge. Die hatte eine Idee, was auch immer sie sich dabei gedacht hat. So, weiter geht's. Sensei. Sensei hat ein besseres Rating als der jetzige, ne? Okay, kleines Upgrade, aber feines Upgrade. Aber Chemie Downgrade. Nee. Dann nicht. Jetzt ist es soweit, Freunde. Unsere Icon ist da. Und das auf der vorletzten Position. Und damit haben wir die vierte Special Card. Und damit die Challenge gepackt. Let's go, Junge. 31 Chemie ist auch da. Und wenn ich jetzt noch einen Premier League Torwart bekomme, sind wir sowieso durch. Zeig mal her. Wir kriegen keinen Premier League Torwart, aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir haben italienischen Torwart minus. Ah, okay, wegen dem Rechtsverteidiger. Lass mich mal gucken, was man noch rausholen kann. Oder wie glücklich, dass wir noch Kohl bekommen haben. Die Icon, die Hero, die Road to the Knockout und die Informkarte. Alle Special-Karten, die gerade existieren, haben wir gesammelt. Perfekt. Boah, da haben wir echt nochmal Glück gehabt, ne? Wir gucken uns mal die Übersicht an. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen wird. Immer noch ein La Liga-Manager. Bringt da nochmal Plus-Chemie? Leider nicht. Da fehlt dann eine La Liga-Karte, ne? Können wir wahrscheinlich auch noch rausholen, aber ist jetzt ja egal. Denn jetzt geht's um diese Packs hier. Salah, De Bruyne und Kohl werden angezeigt. 115er Draft. Nehmen wir mit, packen wir ein. Und ich würde sagen, wir starten rein. Das hat sich sogar gereimt. Mega geil. Freunde, mit welchem Pack starten wir? Ich würde sagen, mit dem. Und zwar erstmal ein ganz gechilltes Booster Pack, Freunde. Schauen wir mal, wen wir als besten Spieler da drin haben. Matt Early. Oh, Bernardo Silva, Junge. Das ist nicht schlecht. Wer ist hinter Bernardo? Jackson. Soll jetzt Jackson gehen, oder was? Nee, eigentlich nicht. Ich bin gerade in der Aufnahme. Jackson, dann ist da... Ja, nice. Weiter geht's, Brian. Hol mir mal eine Glitzerkarte ran. Till. Hinter Till ist... Oh, Petri! Petri ist gut, Bro. Petri ist ein guter Call. Den könnte man mitnehmen. Aber ich kann mir vorstellen, da sind noch krassere. Elliot. Irgendwas Glitzerndes kommt gleich noch. Hernandez. Hinter Hernandez ist... Nice, dann. Einfach ein Glitzernackt. Daniel Carvajal und Trophy Triumph Kaka. Was geht ab, Bro? Trophy Triumph Kaka in Glitzer. Also die beiden sind mit Abstand die besten Karten, die wir gerade gezogen haben. Aber Kaka ist eine Ansage, oder? Ja, da macht man nichts mit falsch. Tut mir leid, Petri. Tut mir leid an alle anderen. Aber wir kaufen uns natürlich, wenn wir ihn gezogen haben, Kaka. Das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank, Freunde. Und ich glaube, er kostet 1 Million. Ja, nice. Über 1 Million. Über 1,1 Millionen. 1.120.000 Flocken. Ich nehme ihn mit. Ich werde nach diesem Video arm sein. So ein Ding ist das. Aber Kaka... Der schmeckt richtig. Wir gehen erstmal in eine andere Formation. Und zwar in die 4-3-3, die vierte. Und dann kommt Kaka hier auf die 10er-Position. Perfekt. Als nächstes machen wir dieses Match-Attacks-Deck auf. Hier sollen nämlich 44 Karten drin sein und 4 exklusive Limited-Edition-Cards. Auf die bin ich gespannt. So sieht das Ganze aus. Die Packung kann weg und das Deck geht auf. Und das ist der Inhalt, den wir jetzt öffnen werden. Erstmal Inhalt Nummer 1 öffnen. Ich zeige euch die besten Karten aus diesem Pack. Lasst schauen. Salzburg, Frankfurt. Okay, hier sind die ganzen Clubs drin und dahinter kommt gleich aber irgendwas und zwar... Oh! Lionel Vintage Messi. Der ist cool. Wer ist hinter Messi? Federico Valverde. Okay. So sieht die Karte von Valverde aus. Hinter Valverde ist Trophy Triumph Gerard. Oh mein Gott, Bro, der sieht auch hart aus, oder nicht, Freunde? Ich finde den sehr hart. Wir haben eine Unterschrift. Galeno-Unterschrift. Tops, Galeno. 42 Def, 88 Attacking, 9 Millionen Marktwert. Der ist geil. Oh mein Gott, von ihm hätte ich gern die Unterschrift gehabt, ich bin ehrlich. Ist aber eine Limited Edition, eine Platinum. Ich habe einen Platinpol. Platinpol Goretzka. Guck mal, wie gut sieht diese Karte von 1 bis 10 aus, Freunde. 3. Okay, unser Platin-Pull war auf jeden Fall Goretzka. Das heißt, wir kaufen uns Goretzka in FC 25. Das ist unser zweiter Spieler nach Kaka. Hier ist er, First Owner in meinem Verein, kommt in mein Team.
Willkommen im Team Goretzka. Du setzt dich neben Kaká hin und wir machen das nächste Pack auf. Wer ist der nächste Spieler? Ich frage mich, was hier drin ist. Dieses Pack ist viel dünner als das Pack. Aber das machen wir dann als letztes. Vielleicht ist das dieses Special Pack, wo die vier geisteskrank seltenen Karten drin sind. So, es ist offen. Und jetzt sind hier wieder die ganzen Wappen drin, die uns nicht jucken. Die ganzen Wappen skippen wir. Die skippen wir, die skippen wir, die skippen wir. Wir fangen an mit der ersten Karte, die wir uns gemeinsam angucken werden. Tony Adams, Vintage Vibes von Arsenal. Okay, wer ist dahinter? Arda Güler! Da freuen sich jetzt meine türkischen Brüder aber richtig. Der bockt ja richtig. Die nächste Unterschrift, Jimenez, ist auf jeden Fall signed. Okay, 41 Def, 91 Attacking. Matarazzi. Wer ist das denn? Elliot, Topps Heritage. Okay, der sieht auch sehr krass aus irgendwie, sehr selten. Wann ist Leveling da noch drinne? Und dann haben wir nur noch Wappen und Schlager. Ich glaube, hier gab es nur eine richtige Wahl und das ist Arda Güler. Er kostet 800 Münzen, weil eine Non-Rare-Karte. Oh mein Gott, yay. Oh no, 650 Sofortkauf. Das ist ja nichts, 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 nichts. Was haben die mit dieser Karte gemacht? Das ist ja völlig, völlig verrückt. So, aber er kommt auf die Seite, damit der Finesse machen kann mit seinem Zauberfuß. Kommen wir auch schon zum letzten Pack, bevor es in die nächste Challenge geht. Und die nächste Challenge wird es sein, ein Walkout zu ziehen. Wir müssen so lange Packs ziehen, bis wir ein Walkout ziehen. Aber jetzt erstmal, was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Wer ist es? Es ist nochmal Arda Güler, aber in einer Limited Edition. Und wir haben ihn gerade schon mitgenommen gehabt in dem Pack. Und jetzt haben wir sogar noch seine Limited Edition gezogen. Was? Was, was, was? Warte. Bevor ich die nächste Karte mir angucke, guck mir mal, ob da noch irgendwas draufsteht. Nee, aber die sieht krass aus, diese Karte. Der nächste ist Fine to Shine, Erling Haaland. Bruder, ich glaube, der ist heftig. Ich glaube, der ist krass, Freunde, oder? Erling Haaland, wie heftig. Wer ist hinter Haaland? 3, 2, 1. Karim Adeyemi. Und hinter Adeyemi versteckt sich noch Mathys Tel. Also, wir haben einen Real Madrid-Spieler drin gehabt. Ein City-Spieler, ein Bayern-Spieler und ein BVB-Spieler. Das heißt, es wird Tel, Adeyemi oder Haaland werden. Wen wollen wir nehmen? Aber ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen Chemie und der deutsche Link zu Goretzka ist da. Deswegen nehmen wir Karim Adeyemi mit. Ich glaube, der kostet sowieso fast so viel wie Haaland. Haaland ist extrem gesunken, weil er einfach nicht Meta ist in diesem FIFA. Und Adeyemi kostet, okay, geht sogar voll. 118, 19, 17, 117k, wenn ich den bekomme. Ich habe ihn bekommen. Das ist der Chemiepunkt für Goretzka. Ihr seht, direkt zwei Chemie. Und damit haben wir vier Spieler für unsere Elf und kommen jetzt zur nächsten Challenge. Und zwar, ich muss einen Walkout ziehen. Und dafür mit zur Verfügung diese 45k Packs und diese 25k Packs. Ich hoffe, die werden reichen. Wir gehen ins erste 45k Pack rein und es ist kein Walkout. Es ist kein Walkout. Es ist irgendeine Holländerin. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es von Olympique Lyon? Und es ist Damaris Egurola. Okay, interessant. 600 FIFA Points pro Pack, Freunde. Wir gehen rein und wieder kein Walkout. Nein. England, Stürmer, Women's Premier League. Die zweite Frau ist hier am Start. Die sind alle mir hinterher am Laufen, ne? Die laufen mir alle hinterher. Was soll das? Oh, ein Ratingpunkt hätte gefehlt, Dali. Jetzt aber als nächstes ein Walkout, aber Dali. Aber Dali, Dali. Bist du was wert? Ja, nice. Dann 3-4k. Tue ich auf dem Transfermarkt hier zum Bieten für euch. Nice, Leute. Einmal zuschlagen, bitte. Danke. 3 45k-Packs hätten wir noch zur Verfügung. Nächstes Pack. Kein Walkout. Ey, das sind 45k-Packs. Nimm mich nicht schon wieder hoch, EA. Saudi League. Wer ist das? Aus der Saudi League. Al Nassr. Ist das Laporte oder so? Ist er in die Saudi League gewechselt? Ja, das ist Laporte. Spielt jetzt mit Cristiano Ronaldo zusammen. Bro, ich will doch nur die nächste Box öffnen können oder das nächste Pack öffnen können. Wir gehen rein ins nächste 45er. Let's go. Jetzt ist es ein Walkout. Es ist wieder kein Walkout. Nein. Diese Holland-Flagge, die sieht immer so cool aus, ne? Aber erst recht, wenn es ein Walkout ist, weil dann hat man eigentlich Van Dijk. Und der Mann kostet eine halbe Mio. Und De Vrij, der kostet alles andere. Aber keine eine Mio. Jetzt müssen wir auch noch FIFA-Points aufladen, Junge. Was soll das? So, die FIFA-Points sind wieder aufgeladen. Ich habe jetzt wieder genug drauf, um das letzte 45k-Pack zu ziehen. Und das machen wir mal mit der Nase des Packlacks auf. Wenn die Packs so nichts bringen, dann vielleicht so kein Walkout. Das ist zu crazy. Das ist wirklich zu crazy. Aber ich glaube, wir haben wenigstens Akanji gezogen. Der
Der sollte noch ein bisschen was bringen, zumindest an Coins. Ich darf zwar hiervon nichts öffnen, aber ich kriege, glaube ich, ein paar Coins. Mal schauen, was der Wert ist. Und wir haben ja noch die ganzen 25k-Packs zur Verfügung, woraus man eigentlich ein Walkout ziehen sollte. Ake auch noch drin. Doppel-City-Spieler. Ja, ich glaube, mit dem Pack mache ich so um die 8k oder so. Das passt schon. 5 Packs, nur noch 5 Packs. Road to the Knockout! Und das ist auch ein Walkout. Stürmer, England, Premier League. Hä? Wer bist du? Wen habe ich gezogen? Von Aston Villa. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Watkins! Watkins Road to the Knockout. Oh! Und wie, Freunde. Und wie wir diese Challenge gepackt haben. Die 45k-Packs wollen wir gar nicht weiter erwähnen. Aber dieses 25k-Pack hat uns Watkins Road to the Knockout Walkout beschert, Junge. Und das bedeutet, wir dürfen weiter Packs aufmachen. Ich mache aber erstmal Preisvergleich. Watkins Costa Quanta. 100. 100.000 Glocken. 100.000 Glocken. Die nehmen wir mit, Brudi. First Owner. Und der Mann kommt auch ins Team, sag ich. Mir so egal, der kommt ins Team. Auch wenn er nicht aus diesen Packs gekommen ist, er ist aus dem Pack gekommen. Jawohl, nächste Challenge auch gepackt. Watkins kommt ins Team. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der Chrome Box. Ein Chrom-Autograph ist hier garantiert drin und diese Karte werden wir jetzt suchen. An die Leute, die sich auskennen mit diesen Karten, ich glaube, diese Box kostet über 200 Euro, Freunde. Und wenn da eine Karte drin ist, wie beispielsweise Haaland, kann die über 10, 20, 30.000 Euro wert sein. Kann theoretisch. Da sind die ganzen Packs drin und in diesen ganzen Packs versteckt sich eine Chrom-Autogrammkarte. Was glaubt ihr, wo ist die drin, Freunde? Ich glaube, in diesem Pack. Ich glaube, in dem Pack ist diese Chrom-Autogrammkarte drin. Wir machen es auf. Wir machen es auf. Wir machen es auf. Was mache ich hier? Ich mache die Karten schon direkt kaputt, oder was? Bro, seid ehrlich, die sehen verrückt gut aus, oder? Diese Chrome-Karten. Digga, wer ist das? Meino. Erstes Pack Ausbeute. Nicht so lecker. Direkt ins zweite. Rein da. Rein da. Rein da. Silver. Lamin Yamal. Oh mein Gott. 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 Stellt vor, diese Ronaldinho-Karte wäre unterschrieben gewesen. Ich mein's ernst. Ich hätte die hier hinten in meinen Rahmen reingemacht. In den Rahmen rein mit der originalen Ronaldinho-Unterschrift, die auch auf dem Trikot drauf ist. Das wäre so heftig gewesen. Nein. Ich will die Unterschrift. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Was ist hier drinne? Ramos. Oh mein Gott. Bellingham. Isaac. Bellingham ist auch heftig. Isaac. Ich habe die Unterschrift gezogen. Ich habe die Unterschrift gezogen. Ich habe die Unterschrift gezogen. Es ist Bowen. Es ist Bowen. 6 von 75. Also davon wurden 75 Karten gemacht und ich habe die 6. davon gezogen. Nein. Was soll ich mit Bowen, Bro? Der bringt gar nichts. Jetzt können wir diese ganzen anderen Packs knicken. Diesen Mann hier haben wir gerade mit Unterschrift gezogen, Freunde. Guckt ihn euch an. Jared Bowen. Ich glaube, er kostet so 700 Münzen oder so. Hier, ich kaufe ihn mir ein und ich tue ihn, glaube ich, sogar auf die Rechtsverteidigerposition. Alles andere. Wo soll ich ihn spielen? Soll ich ihn hier spielen oder was? Für Adagüla ist auch Quatsch. Ich mach's so. Ja, man kann nicht immer Glück haben, Freunde. Aber damit gehen wir in die nächste Challenge. Und die Challenge hat es richtig in sich. Und zwar müssen wir, Freunde, richtig ein Weekend League Game gewinnen. Und das ist unser Gegner. Und ihr wisst, wie verschwitzt die Weekend League ist. Bin sehr gespannt, ob wir das Game gewinnen können. Ich gebe mein Bestes. Geh durch. Patri mit dem 1:0. Die Fünferkette läuft. Nein, nein, nein. Nein, 1-1. Bruder, ey, Dicker! 0, 2-1. Oh, Anschlussglitch. Anschlussglitch, 2-2. Boah. Nein, 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 nicht so, Mann! Warum schießt sie nicht weg? Henri, 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 3-3. Ja. Ja, Mann. 80. Minute und ich hab's wieder gedreht. Freunde, und damit ist das Spiel durch. Wir gewinnen 4:3, Junge. Und das bedeutet, wir haben die Challenge gepackt. Was ein Spiel. So, 5 Positionen sind noch offen und wir haben noch 4 Packs davon und noch ein Booster Pack. Wir fangen an mit diesen 4 Packs. Wir gehen rein. Pack 1. Sterling. Garcia. Hinter Garcia. Lukumi. Hinter Lukumi. De Ligt.
Hinter Gravenberg glitzert doch irgendwas. Oh mein Gott, Schlager mit Unterschrift. Yo, Xaver Schlager mit Unterschrift und dahinter das Real Madrid Wappen. Wie cool ist das denn? Und dahinter noch Bakula, auch sehr cool. Aber Schlager finde ich sehr nice als Unterschrift. Cool. ZDM brauchen wir sogar noch. So, da gehen wir rein, Junge. Die Unterschrift ist doch da. Xaver Schlager. Da ist er doch. Non-Rare. Egal, Bundesligaspieler. Nächster. So schnell ist er eingefügt und so schnell gibt es das nächste Päckchen. Wir gehen wieder rein und ich bin gespannt, wer der glitzernde Spieler ist. Hinter Mbappé war diese Messi-Karte, ne? Oh mein Gott, die sieht schon sehr wild aus. Hinter Messi ist diese Grimaldo-Karte. Die sieht auch verrückt aus. Und hinter Grimaldo ist diese Hall of Fame Zinedine Zidane-Karte. Und die sieht völlig unglaublich aus. Und die ist auch völlig dick. Apps 80, Goals 14, Assist 31, Titel 1. Congratulation, you have found a brand new rare Hall of Fame Chrome Card of Zinedine Zidane. Ich glaube, diese Karte wird was wert sein. Die ist auch richtig dick. Die ist dicker als die anderen und so. Ich weiß nicht, habe ich gerade was Gutes gezogen, Chat? Also, die sieht komplett verrückt aus. Seht ihr das? Das ist keine normale Karte, glaube ich. Aber da ist keine Unterschrift drauf. Ich glaube, wäre hier noch eine Unterschrift drauf, wäre die komplett verrückt. Aber egal, Freunde, wir haben eh schon unsere ganzen Mittelfeldkarten und so weiter. Deswegen, Grimaldo sah auch cool aus. Grimaldo wird eingefügt. Aber diese Zidane-Karte hefte ich mir in meinen Hefter ein. Drei Positionen sind noch frei und wir haben noch zwei Booster-Packs und dann nochmal ein Deck. Wir gucken uns wieder die krassen Karten an. Einmal Valverde, einmal Trophy-Triumph Gerard, dann haben wir das Chelsea-Logo und Radetzky und hinter Radetzky Valverde. Okay, das war's. Ja, dann haben wir wenigstens einen Keeper, sage ich. Radetzky. Für locker flockige 1500, ja, hat geklappt zum Team hinzufügen. Und das sind die letzten zwei Dinge, die wir öffnen werden, Freunde. Nächstes Päckchen, obala. Schnelldurchlauf, wir lassen alles fallen. Wir lassen alles fallen. Wer ist das? Rodri mit Unterschrift. Oh mein Gott, wer ist das? Van Bronckhorst. Aber Rodri? Cool. Rodri-Unterschrift? Sehr cool. Was hat Rodri eigentlich noch für ein Rating in FC 25? Lass mal kurz gucken gehen. Rodri. Ich konnte gerade nicht schreiben. Habt ihr gesehen? Ich war viel zu nervös. Oha, der kostet sogar noch über 50k. Hilfe. Hey, hat er so eine gute Karte, dass er 66.000 Münzen kostet? Das ist echt viel, ne? 66 Tempo. Der ist echt gut geworden mittlerweile. Der ist sogar spielbar, ich sag ehrlich. Schlager könnten wir vielleicht sogar so machen. Dann haben wir sogar mehr Chemie. Ja, Mann. So ist geil. Und hier sind drei exklusive Master Limited Karten drin. Das machen wir jetzt auch nochmal auf. Also ich reiß das Ding auf, schmeiß das Ding weg, hol das hier aus dieser Verpackung raus und dann haben wir da wie eben diese Packs. Freunde, ihr wisst Bescheid, ne? Wenn ihr mehr davon sehen wollt und wenn ihr auch so ein Paket gewinnen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann machen wir das öfters. Und ja, hier sind wieder die ganzen Logos drin von den ganzen Vereinen. Junge, Gomez, DePaul, Lotus Cheek, Diaz, Milo, Ruiz, Raum, Kovacic, Tell, White, Di Zasi, Gavi, Real Madrid. Und jetzt kommen die wichtigen Sachen. Einfach Mio. Milo von Dings, von Stuttgart. Der ist cool. Frankfurt-Wappen. Okay, wer bist du? Oyarzabal, BVB-Wappen und Ödegaard. Ja, das war's. Dann schnappen wir uns aus diesem Pack noch Gomez. Ich glaube, damit macht man auch nichts falsch. Und damit ist unser Team, wenn das hier mal klappen würde, wie oft soll ich noch X drücken, EA, vollständig. Freunde, das sind die Karten, die wir gezogen haben. Wir haben Kaká gezogen. Wir haben aber auch Zidane gezogen und viele weitere Spieler gezogen. Lasst ein Like da, wenn ihr davon noch einen weiteren Part sehen wollt. Abonniert den Kanal und macht gerne beim Gewinnspiel mit. Ihr könnt so eine Box gewinnen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Peace.